Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ich bin zurück aus meinem Urlaub und jetzt geht's dann hoffentlich irgendwann mal so richtig los. So, ich nehme mal kurz hier die Mondscheine mit. Wir warten eigentlich immer noch mittlerweile auf die Nachricht von Gladwin Moon, das, was wir aus der letzten Folge gemacht haben. Wir müssen ja die Demi-Geisel. So, jetzt müssen wir gucken, was wir noch haben an Aufgaben. Ich muss jetzt gerade mal rausgucken. Ich bin zurück aus der Schweiz. Ich habe mir leider eine kleine Erkältung mitgebracht. Weil Wetter war nicht so. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Genau, den Phönixabflug wollten wir heute machen eigentlich. Berghöhle des Phönix. Ja, das Wetter war blöd. Eigentlich ähnlich wie in Deutschland. Oh, warte mal. Ach, wir sind schon in der richtigen Höhle. Oh, stimmt, ich war ja hier gespawnt. Dann gehen wir mal rein. Los geht's. Eine Blockade. Jetzt nicht mehr. Die Wilderer sind schon hier. Oh, ich habe hier irgendwo eine. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das ist hier unten. Okay. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich erzähle euch ein bisschen was, während wir hier durchgehen. Also, ich war in Zürich für ein paar Tage. Leider habe ich meine kleine Erkältung mitgebracht. Oh, Fluffflügen. Und Dinge. Oh, Knopfsaft. Okay. Ja, ich habe wieder ein bisschen was Action zu sagen. Ich gucke mich gerade nur ganz kurz mal hier um. Oder ist das direkt. Warte mal. Das ist bestimmt der richtige Weg. Das war der Gedanke dahinter. So, jetzt ist es richtig. Könnte der Phönix da drin sein? Ach so, das ist hier. Okay. Da will er verschwinden. Die spinnen gerade freiwillig. Alter Verwalter. Ja. Die ist natürlich total begeistert auf uns. So, weg damit. Ja, nochmal. Also, jetzt sind wir schon wieder mit im Spiel drin. Warte mal. Ich muss mal meine Dings umstellen gerade. Lumos. Das war der Gedanke dahinter. Lumos. Ja, ich würde sagen, mal spontan, dass wir da eher nicht runtergehen sollten. Oder? Nee. Wir gehen mal wieder zurück. Ich habe zwar keine Spinnenphobie, aber es ist doch ein bisschen unangenehm hier. Gut, wir machen also quasi uns rüber. Den anderen Weg, der eigentlich, glaube ich, vorgesehen war, ist, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Mich hier oben lang. So, da gucken wir uns das ein bisschen hier an. Wenn ich schauen, was ist. Nö, eigentlich nicht. Okay, gut, weiter geht's. Stell dir den ganzen Bogen vor. Ach, ich hätte im Schloss bleiben sollen. Moinsen!
oder? Ich bin da. Zugegeben, nicht mein Bett. Luros. Gefängnis. Ich geh mal mit dir. Du willst mit. Jetzt habe ich dich. So, jetzt bist du mal da, mein Freund hier. So, warte mal. Ich muss mal. Tschüss. Geh mich auf den Sack. So, damit haben wir die auch erstmal wieder weg. Und einen Mega Power Trank gekriegt. Okay. Gut, weiter. Ja, das ist, glaube ich, das falsche Projekt, um euch von meinem Urlaub zu erzählen. Nicht so absichtlich. Oh, das war eigentlich keine Absicht. So, weiter. Acht Beine sind einfach zu viel. Gut. Weiter. Lumos. Davon abhalten sollten. Gut. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Tschüss. So, dann sind wir wieder kurz hier rein. Adios, bye bye. Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. So.
alles mitnehmen. Bisschen Gold, bisschen Megapower-Trank, nochmal ein bisschen Gold hier. Wer weiß, wofür es gut ist. So, gucken wir mal gerade da. Haben wir nochmal irgendwas? Haben wir eigentlich, ne? Aufschließen. Der Phönix. Der Phönix. Wow, wow, wow. Das können wir auch ohne Probleme wahrscheinlich in diese Folge noch packen. Sehr cool. Herzlich willkommen. Und wenn mein Phönix... Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Fox, Papier. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Sie faxen jetzt? Wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich denn da hinkommen? Warte mal. Frage, wie? Ist das hier überhaupt richtig? Erreiche den Berggipfel. Ja, wo soll ich da hin? So, warte mal. Ich komm. Ach, ich kann gar nicht in die Karte rein, okay? Tschüss. Auf Wiedersehen. Lass mich in Ruhe. Also schon mal hier auf dem richtigen Weg zu sein. Meine Vermutung. Schlosser Stufe 3. Ich kann auch mittlerweile... Ja, ich kann ja schon die Stufe 3 öffnen, ne? Ja. Warte mal. Geöffnet. Ja, das Problem, ich komme nicht. Doch, warte mal, ich komme hier rein. Theoretisch Inventar. Warte mal. Inventar. Karte kann ich gerade nicht öffnen, das ist klar. Ja, ich muss Dinge wieder verkaufen. Das ist das Problem. Habe ich keine Möglichkeit. Ich habe gar nicht Talente und so nichts, ne? Dass ich mein Tablet mehr öffnen kann. Erhöhen kann. Warum? Lumos. Eine Truhe oder was? Ernsthaft jetzt? Oh, warte mal. Wo muss ich denn da hin? Ja, lang vor allen Dingen. Bin ich ja, glaube ich, gerade her, oder? Lumos. Komm ich da überhaupt hoch? Zeit für den Aufstieg. Ich muss den Berggipfel. Wir müssen irgendwo da irgendwie hoch. Lumos, Konfigo! Ja, klar, Zeit für den Aufstieg, aber wie komme ich da jetzt? Habe ich da irgendwo verlaufen?
Lumos. Das ist doch nicht nur ernsthaft wegen dieser scheiß Tasche da, oder? Das kann doch nicht sein, dass da... Das ist doch nicht ernsthaft wieder so Truhe hier. Wie? So viel zum Thema, wir machen das in dieser Folge. Lumos. Du bist doch nicht wieder raus, oder? Das wäre doch blöde. Nee. Nee. Das ist sinnfrei. Wie? Das ist ja auch keine Möglichkeit, irgendwie eine... Okay, es war nur mal eine Idee. Lumos. Naja, wir probieren es in der nächsten Folge, würde ich sagen.